Internist Dr. Frank Peters wurde ein Patient von der Notaufnahme angekündigt. Ein 38-Jähriger leidet unter starkem Durchfall und Bauchschmerzen. Seine Verlobte begleitet ihn. Hallo, wo guten Tag. Ist Frank Peters. Hallo, wo ist Ihr Verlobter? Regina Schwarz, die Verlobte. Gib ihm mal keine Hand. Ja, genau. Er ist gerade noch auf der Toilette. Auf Toilette, okay, ja. Gut. Können Sie mir schon ein bisschen was erzählen? Er hat ganz dolle Bauchschmerzen und Durchfall und ja. Er denkt, dass seine Beschwerden von meinem Hühnchen kommen, was ich gestern Abend zum Abendessen gekocht habe. Das hat er auch gestern Abend gegessen. Ja, aber ich nicht. Ich habe schon im Büro gegessen. Ach, ja. Ich kann das jetzt nicht einordnen, ob das gut ist oder nicht. Wir können das leider nicht testen. Das macht ein Gesundheitsamt, also wir können das jetzt hier leider nicht. Das Essen, was Frau Schwarz gekocht hat, erschien im ersten Moment unauffällig. Der Geruch war allerdings nicht ganz normal. In solchen Fällen können Salmonellenerkrankungen, aber auch andere wie Staphylokokkenerkrankungen die Giftstoffe absondern, Ursache sein. In solchen Fällen ist es nötig oder auf jeden Fall sinnvoll, Blutanalysen zu machen und gegebenenfalls auch Stuhlproben durchzuführen. Mittlerweile ist der 38-Jährige von der Toilette zurück. Besser geht es dem Mann allerdings nicht. Ich habe auch Schmerzen. Ich habe auch Schmerzen. Wenn ich einatme, dann habe ich hier so einen Schmerz. Ja. Okay. Wie lange sind die Beschwerden denn schon? Mein Schatz hat gestern gekocht für mich, sowas Gesundes mit Salat und Hähnchen. Und ich hätte vielleicht doch lieber Lasagne essen sollen, weil dann würde es mir vielleicht jetzt besser gehen. Wir müssen einmal den Ärmel hier so ein bisschen hochmachen. Sah aber gesund aus. Gesundes Essen wird, glaube ich, überbewertet. Das, wie Sie sehen, kann es schlimmer sein, als wenn man eine gesunde Pizza ist. Oh. Den Arm einmal ausstrecken, bitte. Ist ihn kalt? So, ja, ein 140 zu 90. Ja, ist das viel? Ja, das ist okay, sagen wir es mal so. Einmal den Arm, bitte. Haben Sie Ihren Blinddarm noch? Nein. Ist weg, okay. Ich werde jetzt mal ganz vorsichtig abtasten. Da ist der Hauptschmerz, ja? Und da ist weniger, ja? Ja. Mhm. Aber beim Einatmen kommt der Schmerz immer. Mal ganz vorsichtig. Wir müssen erst untersuchen. Genau. Er bekommt dann so schnell wie möglich auch was gegen die Schmerzen. Aber die Ergebnisse der Untersuchung bei Herrn Schaller erbrachten, dass der rechte Oberbauch sehr Druckschmerz war, der sich beim Ein- und Ausatmen auch noch zu verstärken schien. Es musste also ein Prozess im Bereich der Leber eben stattfinden, der die Beschwerden möglicherweise verursacht hat. Wir werden auf jeden Fall jetzt einen Ultraschall machen, um den Bauch weiter zu untersuchen. Mal ein bisschen ranschieben. Die Befunde sind da. Danke. Dann schauen wir mal nach. Der Ultraschall wird nicht wehtun, das mache ich ganz vorsichtig. Kennen Sie den Ultraschall? Haben Sie es schon mal bekommen? Wird gleich nur ein bisschen kalt am Bauch und dann gucken wir uns mal an, was innen bei Ihnen so los ist, ja? Ja. Ja, die toxikologische Analyse hat zum Glück keine Vergiftungen erbracht. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Keine Hinweise jetzt auf eine Salmonellenerkrankung aufgrund der Befunde. Aber wir sehen deutliche Entzündungszeichen. Die Leberwerte sind auch erhöht. Deswegen werden wir jetzt auch gleich noch mal den Ultraschall machen. Mhm. Und die anderen Ergebnisse sind eigentlich gut. Der Arzt hofft, mit der Ultraschalluntersuchung dem Übel auf die Spur zu kommen. Das Übergewicht des Patienten macht es ihm allerdings nicht leicht. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig bei Ihnen. Warum? Was? Sehen Sie da was? Ja, es ist ein bisschen wie London im Nebel, sagen wir. Sie sind etwas übergewichtig und deswegen ist der Schall in hohem Maß abgeschwächt. Und wir sehen es so ein bisschen wie im Nebel. Okay. Die Leber scheint verfettet zu sein. Aber das erklärt die Beschwerden nicht, die Sie haben. Die Ultraschalluntersuchung bei Herrn Schaller gestaltet sich sehr schwer, weil er sehr dickleibig war. Der Ultraschall, die Schallwellen des Ultraschalls werden durch das Fettgewebe hochgradig abgeschwächt. Und man sieht den Befund wie im Nebel. Vor 6 Wochen hat der Hausarzt von Mick schon gesagt, dass die Blutbefunde sehr schlecht sind. Das hat doch damit nichts zu tun. Habe ich doch erst seit gestern die Beschwerden, seitdem ich das gegessen habe. Na, ich glaube nicht, dass damit was zu tun hat. Das ist aber allein jetzt dadurch nicht zu erklären, sondern wir müssen da auf jeden Fall
noch mehr Diagnostik machen und jetzt notfallmäßig ein CT, das würde auch ein MRT zu lange dauern, auf jeden Fall schnell machen, um den Beschwerden auf den Grund zu gehen. Und da sehen Sie dann auch genug, ja? Ja, da werden wir auf jeden Fall der Sache näher kommen. Ist fertig? Ja, okay, wir können abwischen. Ich wische einmal den Bauch vorsichtig ab. Ja, wenn ich dir... Wenn ich dir zu dick bin, dann sag's doch einfach. Nein, überhaupt nicht, gar nicht, Schatz. Aber es geht um deine Gesundheit. Die Sorge von Frau Schwarz konnte ich im vollen Umfang nachvollziehen, weil dieses Übergewicht natürlich auf die Lebensqualität und die Gesundheit ihres künftigen Ehemannes erheblichen Einfluss haben könnte. Vorwurfsvollen Blick kann ich jetzt auch nicht gebrauchen. Du kannst auch nach Hause gehen und ich kann es hier schon alleine. Das schaffe ich schon alleine. Wir bringen den Patienten, das ist der Herr Schaller. Brauche jetzt erstmal Ruhe. Während ihr Verlobter in der Radiologie untersucht wurde, ist die junge Frau nicht nach Hause gefahren. Ihr seelischer Beistand wird noch dringend nötig sein. Ich hab's nicht so gemeint. Ich habe halt so eine Aua und der ganze Trubel und tut mir leid. Ich stehe ein bisschen unter Stress jetzt. Ja, ich liebe dich doch. Wir müssen noch was nachtragen, Herr Schaller. Ja. Wir haben auch noch Blut im Stuhl gefunden. Das ist leider auch nicht so eine tolle Nachricht. Wo kommt denn das her? Die kann aus verschiedensten Quellen kommen. Das können Hämorrhoiden sein, das kann aus dem Magen sein, das können Darmpolypen sein. Es kann im Extremfall auch mal ein Krebs sein. Und deswegen muss man auf jeden Fall da auch noch mal weiter gucken. Aber ich würde jetzt erst mal die CT-Bilder anschauen. Warten wir erst mal ab, das ist ja jetzt nicht gesagt, ne? Okay. Er guckt sich jetzt gerade erstmal den Befund an. Bei dem CT-Befund handelt es sich um eine echoarme Raumforderung. Das heißt, die umgebende Leberstruktur weist eine höhere Dichte auf als der Inhalt in diesem runden Bezirk. Das kann anderes Gewebe sein, das kann auch einfach nur Flüssigkeit sein. Und hier sehen wir jetzt einen Befund, der etwas überraschend ist. Sehen Sie aber richtig, Herr Schaller? Der möglicherweise auch Ihre Beschwerden erklären kann. Sie sehen dieses homogene, etwas dunkleren Bezirk. Wir bezeichnen das als Hypodens. Und da ist also irgendwas drin. Das ist eine Hypodens? Das hat weniger Reflexion als die Leber, ist also anderes Gewebe oder anderer Inhalt. Veränderungen in der Leber entwickeln sich häufig sehr langsam und unauffällig. Bei Herrn Schaller war der Befund unklar und musste in jedem Falle abschließend geklärt werden, um die richtige Therapie einleiten zu können. Also es ist ein Verdacht, dass ein Tumor ist. Es kann auch eine Zyste sein. Wir wissen es nicht genau. Wir müssen auf jeden Fall eine Probe entnehmen. Genau. Tumor, das hört sich immer ganz schrecklich an. Das heißt aber erstmal nichts anderes auf Deutsch übersetzt als Raumforderung oder Schwellung. Ja? Also das heißt jetzt erstmal nicht, ist es was Gutes oder ist es was Böses. Das ist jetzt keine Spezifizierung für die Gut- oder Bösartigkeit. Bei der anschließenden Gewebeentnahme entwickelt der 38-Jährige wegen seines Übergewichts plötzliche Atemnot. Tief ein- und ausatmen. Wir lassen ein bisschen Sauerstoff hier. Wenn ich so... Was haben Sie denn? Wenn ich so auf dem Rücken liege, das habe ich auch zu Hause, dann kriege ich keine Luft. Ach. Mein Schatz sagt denn, ich schnarche immer und manchmal habe ich Atemaussetzer und ich schlafe auch eigentlich immer auf der Seite, deswegen kommt also so Sie können, Aussetzer. Sie können auf jeden Fall zum HNO-Arzt gehen, sich untersuchen lassen, aber ich glaube, das ist mehr Ihr Übergewicht, was jetzt einfach auf die Luft drückt. Wir leiten aber die Narkose ein, erst im Sitzen oder halbsitzender Position. Übergewicht stellt uns in jeder Hinsicht vor medizinische Herausforderung. Die Berechnung der Narkose gestaltet sich nicht so, dass wir einfach das Ganze potenzieren oder verdoppeln, sondern rechnet sich nach dem Körpergewicht des Patienten. Die Narkoseeinleitung, die Narkoseführung, die Beatmung und vor allem auch das Operieren gestalten sich durch den großen Weichteilmantel sehr schwer. Und ich hoffe in diesem Fall, dass der Biopsiebefund uns keine große Sorgen macht. Zwei Stunden später kann Internist Dr. Frank Peters dem bangen Warten des Paares ein Ende bereiten. Wie geht's Ihnen denn? Ein bisschen besser, ja. Ein bisschen schlapp noch, gell, von der Narkose. Ja,
Ich habe direkt eine Frage an Sie. Waren Sie in den letzten Monaten irgendwie in fernen Ländern, ja, in tropischen, ja, und subtropischen, ja, Gebieten? Vor 10 Monaten in Thailand. Thailand war bestimmt schön. Ja, ja. Aber da haben Sie ein echtes Souvenir mitgebracht. Okay, warum? Sie haben einen Amöbenabszess. Amöbenerkrankungen sind in tropischen Ländern sehr häufig. Man geht davon aus, dass 50 Millionen pro Jahr sich an Amöben infizieren. Wobei es in den meisten Fällen mit sehr heftigen Anfangsbeschwerden verbunden ist, mit Durchfallerkrankungen, Ruhr nennt sich das. Allerdings kommt es bei einem gewissen Prozentsatz ohne diese schweren Ausprägungen so dazu, dass nach Monaten sich ein solcher Amöbenabszess in der Leber, aber auch in anderen Organen entwickeln kann. Was ist das? Und Amöben, die können da im Trinkwasser sein, was manchmal mit Fäkalien verunreinigt ist. Also eben kein sauberes Wasser. Und das geklorte Wasser reicht auch nicht aus bei diesen Erkrankungen. Sondern man muss das Wasser mal abkochen. Das ist da nicht immer gesichert. Und da haben sich die Infektionen eingehandelt. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Kein Krebs also. Kein Krebs. Das ist das Wichtige. Das Wichtige und auch eine gute Nachricht. Wir können das mit Tabletten behandeln. Aber wir sind noch nicht fertig. Der Chirurg, der hat mir noch mal aufgetragen, Ihnen wirklich den schlimmen Befund noch mal zu zeigen, den er gefunden hat. Ja, das andere Schaubild auch. Also Ihre Leber ist massiv vergrößert. Okay. Das hatten wir ja schon im Ultraschall gesehen, obwohl ich da nicht ganz so viel gesehen habe. Und Sie haben wirklich eine ausgeprägte Fettleber. Sie müssen Ihr Leben ändern. Das ist wirklich. Die Ernährung umstellen. Ja, das ist vor allen Dingen auch. Am besten mal auf die Verlobte hören. Die unterstützt dich. Wir erleben es in der Klinik sehr häufig, dass sich die Angehörigen mehr Sorgen über das Übergewicht machen als die Patienten selber. Sie haben sich mit den extra Kilos arrangiert und sehen keine Notwendigkeit, daran etwas zu ändern. Insgesamt sehen wir, dass 1/3 der Gesamtbevölkerung übergewichtig ist und dass mehr Menschen an Übergewicht versterben als an Mangelernährung. Der 38-Jährige ist inzwischen wieder beschwerdefrei. In den letzten 3 Monaten hat er bereits 18 Kilogramm abgenommen und treibt mit seiner Verlobten regelmäßig Sport. Bis zur Hochzeit in einem Jahr will er noch weitere 25 Kilo abspecken.